Hallo meine Wundervollen! Ich hatte in meinem Dread-Update-Video vor ein paar Tagen erzählt, dass ich eine neue Methode gelernt habe, wie man dünne Dreads verdichtet. Das ist auch eine Methode, wie man komplette Dread-Extensions machen kann. Was ich euch aber zeigen möchte, ist, wie man mit dieser Methode dünne Dreads verdickt. Und wenn ihr es super duper toll findet, dann schreibt mir bitte, dann zeige ich euch auch noch, wie man da einen vollständigen Dread draus macht. Denn die Methode, die ich euch jetzt zeige, die macht wirklich diese klassischen Dreads, diese wuscheligen, diese hier. Und die Methode, die ich verwendet habe mit dem Durchziehen, mit dem Durchschlaufen, da kommen halt meiner Meinung nach dünnere Dreads raus und ich wollte gerne für mich dünnere Dreads haben. Aber ich zeige es euch jetzt einfach mal und dann macht ihr euch selber ein Bild davon, okay? So, okay. Ich erzähle euch jetzt alles über meine Haare. Ihr wollt es ja bestimmt wissen. Also die ersten Extensions, die ich gemacht habe, die gingen ungefähr bis hier. Und dann habe ich nochmal Extensions dran gemacht. Und ja, die haben eine andere Farbe. Ist mir voll egal. Auch die Haare, die ich jetzt gleich nehmen werde, haben wiederum eine bisschen andere Farbe. Aber mir ist das egal. Also lasst euch ruhig aus in den Kommentaren, dass die Farben unterschiedlich sind. Aber ich weiß es schon. Und weil ich einfach da ein bisschen zu doll gehäkelt habe am Anfang, sind die ersten Extensions-Verlängerungen halt dünn. Ich habe jetzt hier schon eine rausgesucht, da zeige ich euch das jetzt. Seht ihr das? Kann man ja ganz gut sehen. Das hier ist zu dünn. Das reißt bald, ne? Nie, nie, nie. Ja, wenn ich ein bisschen doller ziehe, reiße ich das ab. Also, scheiße, scheiße, scheiße gebaut. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich werde jetzt diesen zu dünnen Dread hier oben verdicken. An dem Dreddy zeige ich euch das jetzt, was ich Tolles, Neues gelernt habe. Und wie ich schon sagte, mit der Methode, die ich euch jetzt zeige, kann man auch einen kompletten Dread machen. Also diese zwei roten, die ich hier drin habe, die hat der Dreadmeister für mich gemacht und die sind komplett mit dieser Methode erstellt. Die sind viel fluffiger als die, die ich gemacht habe. Die sind viel fusseliger als die, die ich gemacht habe. Aber sind deswegen nicht hässlich, sondern auch schöne Dreads. Dann braucht ihr natürlich Haare. Ne? Ich habe zur Auswahl Alice Hellblond oder Amy Rot. Und für dieses hier nehme ich jetzt Alice Hellblond. Okay, das ist sehr, sehr viel Haar, so viel brauchen wir nicht. Um diesen Dread jetzt zu reparieren, nehme ich von diesem Zweier-Dingsy ein Viertel. Und dann, als der Dreadmeister das gemacht hat, war ich total erstaunt. Und dann müsst ihr sowas hier machen. Ja, jetzt zieht er die ganzen losen Haare da bestimmt raus, damit er dann nur die besten hat. Nein. Also die Methode geht so, dass man jetzt alles miteinander extrem verwuscheln muss. Ich meine so richtig, so ein richtiges, was man, wenn man Parkettfußboden hat und sich diese Wollmäuse ansammeln. So muss das aussehen. Wie so eine fiese Wollmaus. So in etwa muss das aussehen. Also die Leute, die das professionell machen, die denken sich jetzt, was redet die Alte da? Das ist total normal, dass man das so macht. Aber für mich war das total, what's going on? Eine kleine Wollmaus. Und wer mitdenken kann, der weiß ja, was jetzt kommt. Jetzt wird das hier so drumgelegt. Und dann kommt die gute Häkelnadel ins Spiel. Und los geht's. Und dann wird er jetzt da dran gemacht, wa? Also drum. Eigentlich ist es mehr so ein Drum machen. Und ihr könnt auch sehen, der Farbunterschied ist gut zu sehen. Ja. Aber wie ich schon gesagt habe, das ist mir egal. Und das Gute an dieser Methode ist ja, dass man auch die ganzen restlichen Fusselhaare, die so runtergefallen sind und die jetzt irgendwie so auf der Hose kleben, die kann man auch noch mit dazu nehmen. Einfach rein da in die Haare. Am Anfang dachte ich ja noch, meine Dreads müssten perfekt sein und so, ne? Und dass die alle total gleichmäßig sind und gleich lang und alle gut aussehen. Und dann habe ich festgestellt so, nee, ey, voll nicht. Das sind ja Dreads. Die können ja ruhig ein bisschen
krüsselig aussehen hier und da, weil es ja eben Dreads sind. Genau, das ist ja das Schöne an Dreads. So, fertig. Das hat jetzt wirklich mal 20 Minuten gedauert. Und hier ist das Ergebnis. Ich würde sagen, der Unterschied ist zu sehen. Farblich, aber auch natürlich ist der Dread jetzt dicker. Ich muss also keine Angst haben, dass der mir abreißt. Ja, so ist das mit meinen Dreads. Ich hoffe, dieses Video war ein bisschen hilfreich für dich, wenn du auch Dreads hast und die zu dünn gehäkelt hast, so wie ich. Dann weißt du jetzt eine todsichere Methode, wie du die wieder dick machen kannst. Und wenn dir das Video gefallen hat, leite dieses Video an alle deine Freunde weiter. Gefiel es dir nicht, sag das bitte mir. Schreibe mir auf Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat oder eine E-Mail. Um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniere diesen Kanal. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir Sonne im Herzen. Muah.